Ja, Günter Wendel-Benisch, ich bin vom Orga-Team des Aktionsbündnisses Stopp TTIP, CETA, TISA und Co. Ansbach, Stadt und Land. Und die Frage ist, was hat das eigentlich mit Frieden zu tun? Was wollen wir hier? Der Ostermarsch hat ein anderes Thema als Freihandelsabkommen. Und damit ist die eigentliche Frage gestellt, was haben Frieden und Freihandelsabkommen miteinander zu tun? Zunächst einmal heißt es ja, dass wirtschaftliche Verflechtung, Freihandel, Handel mit anderen Völkern Frieden bringt. Und mit gutem Grund wird dabei auf Europa, das heißt vor allem eben auf die EU verwiesen, in dem ehemaligen Hauptkriegsschauplatz des Zweiten Weltkriegs Europa wurden durch die EWG, die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, nachhaltig die vergangenen Feindschaften abgebaut und überwunden. Eine umfassende Partnerschaft der ehemals verfeindeten Völker ist entstanden und ebenso eine umfangreiche Freihandelszone mit einer gemeinsamen Strategie und der Zusammenarbeit in sehr vielen Bereichen. Und in unseren Köpfen wäre heute ein Krieg mit Frankreich oder Italien undenkbar, und das ist auch sehr gut so. Also könnte man eigentlich sagen, Freihandel verbindet Völker miteinander und verhindert Krieg. Eine einfache Formel. Mehr Freihandelsabkommen, mehr Frieden. Oder ich sag's anders. Freihandelsabkommen, die Friedenstauben der Wirtschaft. Wirklich so einfach? Ich weiß nicht, ob Sie Michael Froman kennen. Das ist der Chefverhandler der US-Seite für TTIP. Und er hat es ein bisschen anders ausgedrückt. Er hat gesagt, die entscheidende Schlacht dieses Jahrhunderts könnte gewonnen oder verloren werden, ohne dass ein einziger Schuss fällt. In seinem Artikel über die geostrategische Bedeutung der Freihandelsabkommen TPP und TTIP für die USA bezeichnet er diese als Schlacht und damit eben doch als einen Krieg, der ohne militärische Waffen geführt wird und so die Vorherrschaft der USA in der Welt sichern soll. Das sagt er ausdrücklich. Und das klingt schon nicht mehr ganz so friedlich. Von anderer Seite, das heißt sowohl von EU als auch von USA-Seite, wurde dann gesagt, TTIP und CETA, das sind die Wirtschafts-NATO. Das sind ganz andere Töne. Und wenn Froman sich darüber auslässt, dass bisher Wirtschaft aus militärisch-strategischer Sicht dazu gedient hatte, das militärische Potenzial eines Staates für die Kriegsführung bereitzustellen, und er nun vorschlägt, sich den Umweg über die militärische Auseinandersetzung zu sparen, dann sagt er ziemlich deutlich, dass der wirtschaftliche Gegner jetzt mit wirtschaftlichen Mitteln ausgeschaltet und die Herrschaft ausgeübt werden. Und damit dürfte es jedem klar sein, es handelt sich hier eben doch um einen Krieg, der halt mit anderen Waffen geführt wird. Freihandelsabkommen, wirklich wirtschaftliche Friedenstauben? Nein, es sind trojanische Pferde. Pferde, die einen Frieden vortäuschen, in Wirklichkeit eine tödliche Fracht beherbergen. Und genau davor hat auch Papst Franziskus gewarnt. Er sagt, diese Form der Wirtschaft tötet. Dieser Krieg ist kein bisschen harmloser und er stürzt ganze Völker ins Elend. Und ich setze noch eins drauf. Einer der reichsten Männer der Welt, ich glaube die Nummer 4 ist er momentan, der Finanzinvestor schlechthin Warren Buffett, auch genannt die freundlichste Heuschrecke der Finanzwelt oder auch das Orakel von Omaha für seine Weisheitssprüche. Und er hat gesagt, wir, die Klasse der Reichen, führen einen Krieg gegen die Klasse der Armen. Wir haben ihn angefangen und meine Klasse wird daraus als Gewinner hervorgehen. Deutlicher kann man es, glaube ich, nicht mehr sagen. Ein Krieg zur Sicherung der Vorherrschaft der Reichen, ein Krieg gegen die Armen der Welt, letzten Endes immer gegen das Volk, also gegen die Demokratie. Der angesagte Klassenkampf, der möglicherweise dann im Bürgerkrieg enden wird, so wie das in vielen Völkern in dieser Welt ja schon der Fall ist. Aber auf jeden Fall ist es eine empfindliche Störung des sozialen Friedens. Und offensichtlich ist es nicht so einfach zufällig, sondern bewusst und gewollt. Da sind wir. Und die Freihandelsabkommen sind die entscheidenden Kriegswaffen dafür. Wie wirken die? Ich kann jetzt nicht alles ausführen, ich will nur auf die zwei bekanntesten Dinge eingehen, weil sie so bekannt sind und wie die wirken. Und zwar ist das einmal das ISDS, das heißt, das sind die Investitionsschiedsgerichte.
beziehungsweise die abgeschwächte Form, die ja jetzt überall durchgeführt werden, die ICS, als Investitionsgerichtssystem. Und die sogenannte regulatorische Kooperation, die ist nicht ganz so bekannt vielleicht. Aber egal, wie die Sache im Endeffekt genannt werden wird, es ändert nichts an der Tatsache, dass Investoren, und das sind zunächst Konzerne, es können aber auch Großaktionäre sein, und die einen ganzen Staat verklagen dürfen, weil sie sich durch Umweltschutzgesetze, Arbeitnehmerrechte, Lebensmittelstandards oder Kennzeichnungspflichten und so weiter benachteiligt fühlen. Sie dürfen dann bestimmte Waren nicht auf den Markt bringen oder können, und diese Waren verkaufen sich vielleicht nur schlecht, weil der Verbraucher sehen kann, was tatsächlich drin ist. Und die dürfen dafür den Staat haftbar machen und Schadensersatz fordern. Ich finde es ziemlich ironisch, ziemlich, ja, gut, kann sich jeder selber ausrechnen. Man könnte es auch so ausdrücken: Die Schiedsgerichte erlauben den Konzernen und Großanlegern, ihr Unternehmerrisiko oder eben ihr Aktionärsrisiko einem ansonsten unbeteiligten Volk einfach aufzubürden und es auszubeuten. Oft ohne, dass sie dafür irgendetwas produziert haben. Und das könnte erstens, das darf man so annehmen, sehr viele Klagen sein. Geschätzt wird gegenwärtig mehrere zigtausend Klagen, die da auf die Völker zukommen, die Beteiligten. Und dementsprechend zweitens immense Geldmengen, Millionen und Milliarden Klagen, die so auf uns zukommen werden. Sie können sich vorstellen, was das für die Steuereinnahmen eines Volks bedeutet. Das schaut dann in etwa so aus wie in Griechenland. Da werden Milliardensummen aufgewendet, in diesem Fall sind es unsere Steuergelder, dort dann die Steuergelder des betroffenen Landes. Und diese gehen nicht etwa zum Wiederaufbau des Landes, sondern in Griechenland an die Banken zur Tilgung der Schulden, beim System der Schiedsgerichte an Wirtschaftsunternehmen. Dass diese Milliarden dem Volk für soziale Aufgaben nicht mehr zur Verfügung stehen, das brauche ich wohl nicht zu sagen, das ist wohl eher selbstredend. Und dass bei kleineren Staaten oder zum Beispiel Entwicklungsländern der Schadensersatz durchaus die gesamte Finanzkraft eines ganzen Landes übersteigen kann, kann man sich spätestens dann ausrechnen, wenn man weiß, dass der Umsatz eines Großunternehmens unter Umständen größer ist als der Etat eines ganzen Staates. Schaust mal auf die Uhr, bitte. Ja. Also dieser Staat ist dann bankrott. Ja, was ist das? Egal, wie die Sozialstandards werden abgesenkt, Steuern erhöht und nicht mehr die sozialen Aufgaben erfüllt. Der soziale Frieden ist gestört, das soziale Netz bricht auseinander und wir werden Zustände bekommen, wie in Frankreich und in Brüssel. Und wir haben das vorgeführt bekommen, wie dann die Verzweiflung der Leute übergreift und wie Verzweifelte sich dann radikalisieren und dann anfangen, Bomben zu legen. Und ich denke, das, was wir jetzt bei den letzten Landtagswahlen erlebt haben, das ist nur ein Anfang und es wird wesentlich mehr werden, wenn bei uns die Verhältnisse schlechter werden. Und ja, vielleicht ist das Ende wirklich dann ein Bürgerkrieg. Das Zweite, die regulatorische Kooperation, ist ganz einfach. Ja, okay, gut. Ja, es geht eben gegen die Demokratie. Diese regulatorische Kooperation wird verhindern, dass neue Gesetze, die Schutzgesetze gemacht werden, weil hier dann andere Konzerne und auch die USA am Tisch mitsitzen und das entscheiden. Und das heißt, es wird Demokratie abgebaut. Und da ist der Anfang ja schon gemacht, weil jetzt die Kommission einfach ignoriert. Was wollen wir tun? Sorgen wir dafür, dass es nicht so weit kommt? Verteidigen wir unsere Demokratie, unsere soziale Marktwirtschaft und tun wir das, was wir zu tun haben? Aufwachen aus einem Schlaf der Sicherheit und informieren über das, was sie tatsächlich vorhaben, ihren Worten nicht mehr so viel Glauben schenken. Solidarisieren wir uns mit denen, es sind mehr unterwegs, als wir glauben. Stehen wir auf, werden wir aktiv. Zwei Veranstaltungen, für die wir Werbung machen. Am 31. März um 19 Uhr wird ein Vortrag im Feuerbachhaus mit Christian Hirneis sein, vom BN, TTIP, CETA, TISA, Fluch oder Segen. Am 23. April eine Demo in Hannover, wo Obama und Merkel einen Tag später die Hannover-Messe eröffnen wollen und dabei TTIP forcieren wollen. Infos haben wir hier. Und wir bitten euch, nehmt teil daran, kommt, geht hin, denn wir brauchen sehr viele, um denen wirklich sagen zu können, hier sitzen nicht ein paar Spinner, sondern das Volk steht hinter uns und wir wollen das nicht. Vielen herzlichen Dank für eure Geduld.
So, und jetzt kommen wir natürlich zu unserer wichtigen Sache beim Ostermarsch, zum Marsch. Das heißt, wir Ganze werden jetzt Richtung Martin-Luther-Platz, Richtung Würzburger Straße starten. Die Batuqueros werden uns anführen. Die Luftballons hätten wir die Bitte, dass ihr bitte mit auf den Rundweg nimmt, dass wir sie am Schluss hier noch steigen lassen können. Ich kann jetzt schon versprechen, es gibt keine Abschlussrede. Das heißt, mit Reden war es jetzt heute genug. Und ein kleiner Hinweis noch. Die Luftballons, wir haben sie extra aus Naturkautschuk genommen. Das heißt, da ist auch keine Umweltverschmutzung mit dabei. Das ist uns auch wichtig.